Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der T-61, dem deutschen Zerstörer, auf Tier 6 im Herrschaftsmodus gefahren. Ja, hier ist die T-61. Wer sich anschauen will, wie ich sie ausgestattet hatte für dieses Gefecht, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Deutsche Zerstörer, ich sage ja immer, haben von allem was und nichts so wirklich. Aber die T-61 ist da schon eine Ausnahme. Wollen wir mal gucken. Furious. Zweimal Dunkirk in Divi mit einer Devonshire. Iron Duke, AP Kongo, Piotr Veliki, Graf Spee, T61 Fubuki Shinano mit T22. Das ist also das Gegenteam. Ja. Ja, warum ist sie eine Ausnahme? Ich finde schon, dass die T61 für Tier 6 ein durchaus konkurrenzfähiges Schiff ist, sag ich mal. Also mit ihr kann man schon sehr gut auch andere DDs jagen und natürlich auch über die Torps an Schlachtschiffen und möglicherweise auch mal an Kreuzern durchaus Schaden machen. Aber naja, es muss halt auch alles irgendwie zusammenkommen. Und jetzt so ein CV-Spiel ist natürlich auch nicht so wirklich einfach zu spielen. Muss man auch ein bisschen Glück haben, dass der CV erstmal andere aufs Korn nimmt. Und der CV, der fliegt über B. Ich werde jetzt hier einfach mal erstmal an C ranfahren. Ich will gar nicht C cappen. Ich will es nur spotten. Damit meine Verbündeten einfach wissen, was hier ist. Denn wenn man jetzt hier an C 7 Schiffe aufmacht, dann weiß man einfach, dass man an A und B ruhig ein bisschen drücken kann, weil einfach die Übermacht hier an C ist. Genauso, wenn man nur ein Schiff aufmacht, wissen die anderen, was ihnen an A und B blüht. Also insofern immer ganz gut. Was auch gut ist, RPF habe ich hier geskillt. Da kann man natürlich immer sehen, von wo aus kommt das nächstgelegene Ziel, also aus welcher Richtung. Oh. Und C wird hier jetzt schon gecapped. Ja, mal gucken, ob mich einer spottet. 6,1 Kilometer habe ich. Nö. Dann setze ich mal die Torps hier an der Insel vorbei. Weil oftmals will der DD von der anderen Seite hier irgendwo hinter die Insel. Ja, und ich werde einfach mal hier dran vorbeifahren. Wie gesagt, ich will es erstmal noch gar nicht cappen. Ich will erstmal nur spotten. Und die Torps, die kommen möglicherweise für einen kippenden DD auch aus dem Nichts. Also insofern, manchmal kann das reichen. Jo! Erstes blutvernichtender Schlag. Zwei Torpedotreffer und die Shinonome ist raus. So, dann gucken wir doch mal. So, was sagt die Minimap? Die T61 und die Fubuki sind an B. Die T22 ist an A. Also mit anderen Worten, hier ist jetzt kein Zerstörer mehr vor mir. Das ist natürlich perfekt. So, wollen wir mal gucken hier. Graf Spee. Also wenn der so weiterfährt, fährt er gegen die Insel auf J10. Aber der fährt so schön gleichmäßig. Das mache ich jetzt einfach mal. Da setze ich die Torps in den weißen Bereich. Manchmal setze ich sie dann einfach auch ein bisschen kürzer. Gerade so den zweiten Satz. Für den Fall, dass er die ersten sieht, dass er dann eindreht und dann die zweiten kriegt. Aber hier hoffe ich jetzt einfach mal, dass der so gleichmäßig weiterfährt. Naja, jetzt kriegt er Beschuss. Das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Situation. Oftmals drehen die Spieler dann ein auf den Beschuss. Ja, und das tut er auch schon. Jetzt, ja, entweder hat er Hydro an oder er hat auf den Beschuss reagiert. Schade eigentlich. Okay, jetzt könnte ich von hier aus eben auch auf ihn schießen, aber das werde ich gar nicht tun. Ich werde einfach noch mal ein Momentchen warten, weil meine Torps sind auch gleich wieder soweit. Mal sehen, wie diese Graf Spee jetzt fährt. Oh, hier vorne das mit der Insel, das funktioniert, da komme ich gut dran vorbei. Muss man immer aufpassen, nicht, dass man da irgendwo gegen die Insel fährt. Oh, da hinten ist die T61 und der geht auch gar nicht mehr so richtig gut. Ja, vielleicht. So, Torps sind wieder soweit und die T61, ja, ist raus. Sehr schön. So, jetzt haben sie schon zwei DDs verloren. Ja, und hier, die Dunkirk steht hinter der Insel. So, von hier aus komme ich da ran. Aber ich habe 8 Kilometer Torps und der ist 8,1 Kilometer weg.
Also wenn der jetzt nicht ins Cap reinfährt, ah, jetzt ist er 8 Kilometer weg, fährt er vorwärts, ne, 8,1. Nicht wirklich. So, aber die Graf Spee, der scheint hier wirklich reinzudrücken. Tja, dann gucken wir doch mal. So, na, und jetzt sind wir hier gehydrot. Perfekt. Also mit anderen Worten, nix wie weg hier. Ja, und schon zielen auch drei. So, einmal die Dünke. Auch wenn du mich jetzt noch jagen willst, dem schicke ich mal ein paar Torps entgegen. So, vier zielen. Okay, und jetzt muss ich sehen. Oh, Hydro ist aus. Okay. Ja, dann hauen wir da nochmal die Torps für die Graf Spee hin. Und sehen zu, dass wir hier wegkommen. Natürlich wird der mich jetzt spotten, aber ich will jetzt auch keinen Nebel verschwenden. Denn auf der Minimap sieht man ja, meine Verbündeten sind auch da. Und diese Graf Spee, den wird es hier nicht lange geben. So, und die Torps, ja, die kommen noch gar nicht schlecht. Jo, zwei Torptreffer mit Wassereinbruch. Und jetzt schießen wir natürlich auch mit. Ja, und da ist er auch schon raus. Schade eigentlich, hätte ich auch gerne gehabt, den Kill. Aber gut, Hauptsache, wir haben die Graf Spee raus. Und jetzt haben die anderen vier verloren. Ein Kreuzer, drei DDs und bei uns sind noch alle im Spiel. Die haben kein Cap. Das sieht doch nun wirklich nach einem ganz entspannten Sieg aus. Wollen wir mal gucken. Fahren wir jetzt mal ran hier an C. Ja, Fubuki hat unsere Fubuki rausgenommen. Okay, haben wir den ersten verloren und die Fubuki capped. Oh, und zack, haben wir auch schon die Texas verloren. Okay, jetzt muss das aber nicht gleich so spannend werden, dass hier jetzt einer nach dem anderen rausgeht. Aber wird es, glaube ich, auch nicht. So, da ist diese Dünkirk wieder. Der fährt jetzt nach vorne, oder? Jo. Also die ARP dümpelt da hinten rum. Ich werde hier einfach mal der Dünkirk ein bisschen was in den Weg schmeißen. Aber der fährt so weit nach vorne, dass er mich jetzt gleich aufmachen wird. Ja, da hat er mich schon offen. So, also schieße ich ein bisschen auf die ARP und lasse die Dünkirk mal in Ruhe. Und dann werde ich hier einfach mal nebeln, auch wenn das jetzt außerhalb des Caps ist. Nicht ganz so schön, aber was soll's. Ich kann ja auch noch rückwärts fahren. So, und immer schön weiter auf die ARP und die Dünkirk in Ruhe lassen. Und mit ein bisschen Glück passt das mit den Torps, aber der ist so schnell. Ah, doch. Das passt mit den Torps. Jo, sehr gut. So, Dünkirk ist also raus. Dann können wir jetzt mal sehen, dass wir hier die Iron Duke einstecken. Na? Wer will nicht? Doch, er will. Ah, hat auch gleich gelöscht. Na, jetzt nochmal so einen schönen kleinen Permabrand. Jetzt ein bisschen weiter nach vorne fahre. Dann habe ich noch ein bisschen länger Nebel. Denn der Nebel tickt ja immer da, wo man ihn zuletzt gesetzt hat, sozusagen am längsten. Na komm. Ja, da haben wir doch unseren Brand. So, und jetzt höre ich auch gleich auf zu schießen und fahre erstmal ins Cap und hole uns dieses Cap. Denn die Fubuki hat sich jetzt B geholt. Also es ist ein gegen ein Cap. Und ich kann ja problemlos hier ans Cap jetzt ranfahren, reinfahren und kann dann sogar noch ein bisschen näher an die anderen hier ranfahren und mal gucken, dass ich da vielleicht noch Torps raussetze. So, ARP Kongo, was machst du denn? Ja, der fährt scheinbar relativ langsam. Ich werde da auch nochmal die Torps kürzer setzen. Für den Fall, dass der jetzt wieder anfährt. Denn er fährt halt rückwärts. Und so, jetzt kann ich von hier aus auch schießen, ohne gesehen zu werden. Ja, und wenn er rückwärts fährt und dann meint, er muss anfahren, dann fährt er halt in die kürzer gesetzten Torps rein. So, tja, inzwischen haben wir auch drei verloren. So, AP. Wie sieht's denn aus?
Na? Basis erobert und ARP versenkt und Unterstützer. Jo. So. Dann fahre ich jetzt hier nochmal vorne an die Ecke, dass die Iron Duke mich hier gleich sieht. Der soll mich hier sehen, weil er, wenn er dann guckt, sieht, dass ich hier jetzt an dieser Ecke stehe, sozusagen. Und was ich jetzt mache, ist natürlich klar, ich fahre vorne an die andere Ecke. Und da wird er mich jetzt nicht mehr sehen. Da passe ich dann schon ein bisschen drauf auf. 6,1 Kilometer. So, jetzt hat die Fubuki unsere T-22 rausgenommen. Jetzt haben wir auch 5 verloren. So, und da setze ich den ein bisschen weiter vorne hin. Also den einen genau auf Kurs sozusagen, genau in den weißen Bereich, den anderen ein Stückchen weiter davor, dass wenn er jetzt beschleunigt, um dieser Devonshire und der Dunkirk zu folgen, die sprinten hier wie die Weltmeister. Rennet, rettet, flüchtet, sag ich nur. Ja, dass er dann eben in die Torps reinfährt. So, dann werden wir hier mal ein bisschen nebeln und mal sehen, ob wir diese Dunkirk nicht noch anzünden können. Ja, wunderschön, gleich erste Salve in Brand. Tja, und zweite Salve in zweiten Brand. Und Torp-Treffer auf die Iron Duke und damit haben wir die Iron Duke rausgenommen. So, inzwischen haben wir aber auch schon 5 verloren. Also es rückt irgendwie näher zusammen. 7 gegen 5. Sah am Anfang so überzeugend und so einfach aus. So, mal gucken. Devonshire. Jo, brennt auch und Großkaliber. Und da ist die Fubuki. So, jetzt erstmal nur mit den Frontgeschützen, weil ich ja halt so stehe. Jo, das waren auch nochmal 2 Treffer. Na, da fahre ich doch hin. Schließlich habe ich Hydro und die Fubuki nicht. Und wenn der jetzt da in seinem Nebel steht, dann hole ich mir da meine Krake. Ja, und die Furious hat sich gerade unsere Farragut geholt. Und jetzt ist es plötzlich nur noch 6 gegen 5. Oh, und da ist die Fubuki. So, okay. Und raus. Und damit ist dann die Krake freigelassen. Nee! Die Queen Elizabeth holt sich den. Ey, Alter, da müsste man jetzt einfach ein paar Torps hinsetzen. Naja, nee. Unfassbar. Der hat so gut wie gar nichts mehr mit der Fubuki. Naja. Es sind ja noch 4 im Spiel. Bei uns sind noch 6 im Spiel. Da hoffe ich doch, dass ich irgendwo noch einen kriegen kann. Im Zweifelsfall hole ich mir den CV, wenn es geht. Wollen wir mal gucken. So, was macht ihr jetzt hier? So, die Devonshire, die haben jetzt also 2 Caps. Wir haben nur ein Cap. Ich habe meine AA aus. Ich lasse sie auch erstmal aus. Weil ich jetzt ja gleich wieder aus sein möchte, sozusagen. Und wenn die AA arbeitet, dann ist man einfach länger zu sehen. So, die Dunkirk, was machst du? Was macht für dich Sinn? Also der muss ja was machen. Das ist ja, die müssten jetzt eigentlich unsere Leute in B angreifen. Aber man sieht auch schon wieder, der dreht auch schon wieder ab. Das ist wirklich, also die beiden sind wirklich nur am Rennen. Naja, dann werde ich auch schießen. So. Auf der Minimap das Geisterschiff Furious. Das ist meine Richtung jetzt erstmal. Und da ist die Furious auch auf der Minimap gerade aufgegangen. Okay. Also. Dann soll er mich ruhig sehen. Ist nicht weiter schlimm. Maschinenboost deaktiviert. Vielleicht kann ich da diese Dunkirk nochmal anstecken. Aber das ist ja wirklich, also dass die beiden... Jo, mach mal. Unser CV kommt hier mit seinen Fightern. Das ist sehr schön. Vielleicht setzt er mir dann auch mal einen Fighter hier hin. CV? Nein. Setzt keinen Fighter. Nur daneben nicht. Oh Mann. So. Dann gehen wir mal auf die Furious. Torpedos sind auch soweit. Also, die setze ich jetzt hier so, dass auf jeden Fall was im weißen Bereich ist. Und auf jeden Fall auch was kürzer.
Denn wenn er jetzt reindreht oder rausdreht, müssten ihn auf jeden Fall Torps erreichen. Aber ich werde auch schießen. Ja, denn er greift mich ja auch weiter an. Nein, also da kann man natürlich durchaus mit der Hauptbewaffnung auch arbeiten. Jo. So, und... Na, da haben wir ihn und da haben wir auch die Krake jetzt freigelassen. Okay. Oh, und jetzt, naja, wenn wir unsere AA auch mal anmachen, um hier nochmal ein paar Flugzeuge runterzuholen, wäre natürlich ein bisschen schlauer gewesen, das vorher zu machen, als er mich angegriffen hat, aber da war ich irgendwie so ein bisschen im Blindflug, muss ich sagen. Hm. Sollte einem nicht passieren. Gerade wenn man vom CV angegriffen wird und mit der T-61 einfach auch einen DD hat, der durchaus auch über Flak verfügt. Aber... das macht dann manchmal einfach, tja, die Dynamik des Gefechtes oder man könnte auch einfach sagen, die Killgeilheit, dass man das Ziel vor Augen hat und einfach nur geradeaus fährt und sagt, den will ich jetzt haben. So, und ich würde natürlich jetzt gerne noch diese Dünkirk haben wollen, nachdem das mit der Graf Spee nicht geklappt hat und mit der Fubuki nicht geklappt hat, ja, dann, das wäre ja schon eine richtig Hammerrunde geworden, wenn ich die beiden jetzt auch noch bekommen hätte. Nur mal gucken, vielleicht klappt das ja mit der Dünkirk. Die Runde ist ja so auch schon nicht so ganz verkehrt. Kann man durchaus mit leben. Also Boost zünden und dann ran an diese Dünkirk. Tja, und das sind wirklich unsere beiden Sprinter, die jetzt noch übrig sind. Die von C im Vollgasmodus Richtung A geflüchtet sind. Tja. Was eine Divi. Die haben irgendwo ihre Dünkirk verloren. Also ich weiß ja wo. Ich habe sie ja versenkt. In C. Diesen dritten Divi-Kumpel. Und seitdem sind die nur noch auf der Flucht. Und ich komme nicht ran. Und ich könnte wetten, in dem Moment, wo ich wieder rankomme, schlägt's ein und der ist raus. Na gut, aber vielleicht auch nicht. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Zwei Caps haben wir jetzt auch wieder. Und es ist 5 gegen 2. Und ich sag mal, bei den beiden habe ich jetzt keine Bedenken, dass die unser Team aufrauchen. Na. So, jetzt müsste der langsam aber sicher doch in Range kommen. Da ist es soweit. So. Schiff drehen, dass ich gleich mit der vollen Bewaffnung schießen kann. Und dann gibt's ordentlich HE aufs Deck. So, na komm. Ja, da haben wir auch einen Brand. So, und da brennt er runter. 500. Nein, jetzt holt sich den die Bayern. Oh Mann. Von da hinten holt sich den die Bayern. Naja. Okay, was soll's. Gewonnen ist gewonnen sozusagen. Und das Ergebnis spricht für sich. 157.027 Schaden bei 119 Zieltreffern. 12 Torpedotreffer. 3 Flugzeuge haben wir abgeschossen. 1 Ausfall erzeugt. 5 Schiffe zerstört. 6 Brände gelegt. 8 der 12 Torpedotreffer waren mit Wassereinbruch. 3-mal haben wir die Basis verteidigt, 1 Basis erobert und 3 Schiffe aufgeklärt. Den Unterstützer haben wir bekommen, 2-mal einen vernichtenden Schlag, Krake freigelassen, First Blood und Großkaliber. Ja, Teamwertung 2553 auf Tier 6. Jo, das ist schon mal eine Hausnummer. Und jetzt hier, Dünkirk versenkt, Iron Duke versenkt, RP Kongo versenkt, Furious versenkt, Stinonome versenkt und der anderen Dünkirk noch 28.000 abgenommen und. 171.000 potenziellen Schaden haben wir bekommen. Tja, man sieht, 32.000 über HE, 94.000 über die Torpedos und dann 27.000 über Brände und 2.200 über Wassereinbrüche. Das war der Schaden, den wir gemacht haben. 17.39 hat das Ganze hier gedauert. Ja, und ich muss sagen, also... ich fand, das war ein richtig nettes Gefecht mit der T-61. Wenn es dir auch gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen hoch.
Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Auch wichtig, gleich die Glocke aktivieren, dass du eine Nachricht bekommst, wenn neue Videos gepostet werden. Wenn du den Kanal unterstützen willst, Kanalmitgliedschaften sind aktiv geschaltet, kannst du dich gleich darüber informieren. Schreib gerne in die Kommentare, was du so von der T61 hältst. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.